Rapid in einer tollen Form. Es läuft gut. Es läuft gut in der Meisterschaft. Natürlich vor allem in der Europa League. Dieser 3:0 Erfolg über den HSV. Zuvor schon der Aufstieg über Aston Villa. Steffen, jetzt hat es in den letzten Jahren bei Rapid einen Ausverkauf gegeben. Es hat doch einige Spieler gegeben, die gegangen sind. Korkmaz, Hofer, Meierhofer. Wie schaut es eigentlich so bei Ihnen aus? So nach Glanzpartien gegen Aston Villa und HSV. Gibt es Angebote? Nein, im Moment nicht. Ich bin im Moment in Gesprächen mit Rapid. Aber der Vertrag, der läuft ja aus mit Ihnen. Der Vertrag läuft aus, nächstes Jahr im Sommer. Aber ich glaube, im Moment haben wir einfach so viele wichtige Spiele vor uns und es geht Schlag auf Schlag. Da hat man nicht wirklich die Zeit, sich da große Gedanken zu machen. Ich denke, dass man im Winter dann sich nochmal zusammensetzt und dann wird man schauen, wie es weitergeht. Natürlich, ja, vor allem in Deutschland sind die Erfolge und sind Ihre Leistungen aufgefallen. Deutsche Bundesliga, würde die Sie noch einmal reizen? Das kann man nie sagen. Ich denke, man darf nie irgendwas ausschließen im Leben, aber es ist nicht so, dass ich unbedingt irgendwo anders nochmal hin muss. Wenn es so sein sollte, dass ich nochmal wechsle, dann muss für mich wirklich alles passen. Und da wird es auch nicht ein Verein, wo ich dann gegen einen Abstieg spiele. War das für Sie schon doch etwas Besonderes, gerade gegen einen deutschen Verein, gegen den deutschen Tabellenführer zu gewinnen, so quasi um zu zeigen, naja, in Österreich ist die Liga schon auch stark oder wird auch guter Fußball gespielt? Ja, aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich Deutscher bin, sondern einfach zu zeigen, dass wir wirklich einen guten Fußball spielen können, dass in Österreich allgemein guter Fußball gespielt wird. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir mit 4 Mannschaften in der Euroleague vertreten sind. Und von daher war das 3:0 gegen den HSV natürlich ein ganz klares Signal, dass man uns nicht unterschätzen darf. Das hat Joachim Löw mal gemeint in einem Interview jüngst. Er verfolgt schon ein bisschen auch Ihre Karriere, bringt Sie Ihre Leistungen mit oder lässt sich informieren. Glauben Sie, wäre das noch einmal ein Thema, deutsche Nationalmannschaft? Ich mache mir überhaupt keine Gedanken über das Thema. Ich denke nicht, dass ich von Österreich aus in die deutsche Nationalmannschaft kommen werde. Aber ich habe auch kein Problem damit. Sie haben eine große Karriere, Sie sind mittendrin. Wäre das für Sie ein kleiner Wermutstropfen, nachdem es mit der österreichischen Nationalmannschaft nicht geklappt hat, wenn es Deutschland da auch vermutlich oder wie auch immer nicht klappen würde, wäre das ein bisschen ein Wermutstropfen für Sie, nie in einer Nationalmannschaft gespielt zu haben? Es ist natürlich schade. Jeder Spieler träumt davon, in einer Nationalmannschaft zu spielen. Aber bei mir gab es eben besondere Umstände und deswegen hat sich das Thema eigentlich für mich erledigt. Kommen wir zum Spiel am Donnerstag, 2. Runde in der Europa League gegen Glasgow, gegen Celtic Glasgow und das auswärts. Was glauben Sie, was wird den Rapid dort erwarten? Ja, es wird sicher ein tolles Spiel werden. Ich denke, die Stimmung wird sehr aufgeheizt sein von den Vorkommnissen vor 25 Jahren. Ich denke auch. Was wissen Sie da eigentlich davon oder was haben Sie gehört davon? Ja, jede Menge. Man liest ja in letzter Zeit sehr viel in den Zeitungen über dieses Spiel und man weiß, was damals passiert ist und die Vermutungen, was dann doch nicht passiert ist. Und wir Spieler müssen aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, was das Entscheidende ist. Und das Entscheidende werden diese 90 Minuten am Platz sein und da werden wir unser Bestes geben und wenn wir eine gute Leistung bringen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch gegen Celtic den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Wir wollen uns dieses Skandalspiel noch ganz kurz einmal in Erinnerung rufen, beziehungsweise in Erinnerung rufen. Viele, vermutlich auch hier von unseren Studiogästen, waren nicht einmal noch auf der Welt vor 25 Jahren. Dieses Spiel, es war der Aufstieg von Rapid ins Viertelfinale des Europacups, der Cupsieger. Man kam dann sogar bis ins Finale. Ja, einem 3:1 Heimsieg folgten dann ja eigentlich 2 Skandalspiele. Terror, Hass, Aggressivität. Das gibt es im Fußball. Eine feindselige, teilweise gefährliche Stimmung bei tausenden Fans, die der Mannschaft ein bedrohliches Spalier bilden. Die Spieler flüchten schließlich geradezu in die rettende Kabine. Hasstiraden im Fußball, unschön, aber es gibt sie. In Schottland ist seit dem 12. Dezember 1984 vor allem ein Fußballclub so etwas wie ein rotes Tuch. Denn an diesem 12. Dezember schießt ein gewisser Peter Parkholt mit seinem Goldtor in einem unvergessenen Wiederholungsspiel Rapid Wien in das Viertelfinale des Europacups der Cupsieger. Celtic Glasgow scheidet aus.
Die Spieler und die Fensterschotten sind außer sich, fühlen sich um den Aufstieg betrogen, demonstrieren ihr Unverständnis auf unverständliche Art und Weise. Warum aber dieser Terror, Hass, Aggressivität? Weil im eigentlichen Rückspiel in Glasgow diese Flasche angeblich Rapids Rudi Weinhofer am Kopf getroffen hat. Wenn ihr Platzwunden mit zwei Nähten gehabt habt, dann kann das keine Show nicht sein. Celtic fühlt sich bis heute von Rapid betrogen. Denn während Rapid zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden zu sein scheint, entwickelt sich das Spiel ab dem 3:0 zu einem regelrechten Hassduell. Der Höhepunkt ist der Flaschenwurf auf Weinhofer. Dank dem die Hütteldorfer im Nachhinein von der UEFA das Wiederholungsspiel zugesprochen bekommen. Das unvergessene Spiel in Manchester. Das kommt über mein Bett, die nächsten 5 Jahre. Da kann meine Frau schimpfen, was sie will. Und ausgerechnet der Goldtorschütze von damals kehrt nun als erfolgreicher Trainer von Rapid in den schottischen Hexenkessel zurück. Terror, Hass und Aggressivität soll es diesmal nicht geben. Das sportliche Feindbild der Schotten darf Rapid aber ruhig bleiben. Also das wären wirklich 90 heiße Minuten am kommenden Donnerstag. Celtic hat übrigens gestern in der Meisterschaft 2:0 bei St. Mirren gewonnen. Vom Spielerischen her, so vom Niveau her, ist Glasgow rein prinzipiell zu packen? Schwer zu sagen. Man sieht sehr wenig vom schottischen Fußball. Sie haben gegen Hapoel Tel Aviv verloren. Mir persönlich sagen die meisten Namen bei Celtic im Moment nicht sehr viel. Ich denke, dass das vor 3-4 Jahren noch ganz anders war. Aber sie sind natürlich gegen uns ein Favorit, aber wir wollen dort nicht hinfahren, um die Stimmung zu genießen, sondern um was mitzunehmen. Mhm.